Au! Ui, weißt du, was ich da rein habe? Ein Schnegel. Ah, den könnt ihr essen. Das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, dass ihr euren Speer bastelt, auf dem Baum sitzt und wartet, bis ein Wildschwein durchläuft. Achtung! Uah! Der Hogi, ich brenne am Schluss auch noch, du. So sauer, das führt dann doch hin alles zusammen. Als Wäldertrainer rechnest du am besten mit allem. Aber ist das nicht so ein bisschen Panik machen? 4, 5, 6, 7, 8 Säcke. Wer hat mich? Ich bin 3 Tage im Survival-Training. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. Das ist Mona mittendrin. Herzlich willkommen im Camp. Was für Gefahren könnten uns das Wochenende begegnen? Was denkt ihr? Säcke. Säcke, genau. Haben wir sonst noch gefahren im Wald? Wind. Wind, wesentlich, gell? Das Wetter. Die allererste Priorität zum Überleben auf diesem Planeten ist Schutz vor dem Klima. Weil schon bei plus 15 Grad können wir eigentlich anfangen unterkühlen. Und das wollen wir nicht. Darum nutzen wir die Zeit und ihr habt nämlich die Möglichkeit, eure eigene Unterkunft zu bauen, wo ihr dann die 2 Nächte drin schlafen dürft. Und ich empfehle euch, die Unterkunft gut zu bauen und dicht zu bauen. Der Wetterbericht zeigt nämlich Regen voraus. Beste Voraussetzungen für 2 Nächte unter freiem Himmel. Ein langen Stamm mit 2 Astgabeln fixieren. Auf Bauchnabelhöhe von dem, der drin schlafen soll. Das ist die Basis eines Shelters. Einfach die dann rausstehen, könnten anfangen, den Regen anzuziehen. Ja, genau. Aber so, die sind super, oder? Wenn du hier alles füllen kannst, ist perfekt. Je grösser man ist, umso mehr Material braucht es. Für einmal bin ich mit 1,55 recht im Vorteil. Genau, du machst es genau richtig, gell? Die erste, die du dann gerade hast, ja. Dort her, wo es gerade passt, weitermachen. Und so gibt es ein wunderbares Nest. Ja. Das ist ja super, schon viel trockenes Laub da. Was will ich noch mehr? Du bist beruflich jetzt Survival Guide. Genau. Ja. Also 100% kann man nicht sagen, weil ich bin einfach selbstständig, ich mache verschiedene Sachen. Aber als Hauptberuf bin ich Überlebenstrainer. Aber weißt du, was hat dich eigentlich zu diesem Thema gebracht? Viele verschiedene Sachen. Einerseits mal Unabhängigkeit, wirklich alles können selber zu machen, ohne irgendwie Zivilisationshilfsmittel. Und dann kommst du halt automatisch, wenn du das Unabhängigkeitsdenken hast, in die Natur. Und dann fängt die Frage an, ja, was brauche ich denn zum Überleben? Was muss ich denn alles beachten? Was muss ich lernen? Weil, ja, wir sind ein Teil von der Natur und haben uns aber doch irgendwie geistige Rechte davon entfernt. Und das war die Antriebsfeder gewesen. Und dann hat sich das dann einfach so ergeben. Wie sind die anderen unterwegs? Bist du zufrieden? Sehr. Alle gut unterwegs. Es ist immer noch hell. 13 Leute sind wir. Von der Sozialarbeiterin über den Pharmaunternehmer bis zum Kriminalpolizist. Die einen suchen das Abenteuer, andere wollen vorbereitet sein, wenn der Ernstfall eintritt. Meine Hüttennachbarin Patricia ist Therapeutin, erfahre ich. Ursprünglich kommt sie aus Valencia in Spanien. Aber weißt, was war jetzt dein Grund, um dich anzumelden? Einfach immer aus der Komfortzone rausgehen und etwas Neues machen. Und ich habe noch nie gezeltet. Du hast noch nie gezeltet? Nein. Hast du Angst gehabt, bevor du da angekommen bist? Ja, also Angst. Ich musste mir das lange überlegen, oder? Ja. Ich habe dann gedacht, ich habe mich angemeldet, aber so inoffiziell. Ja, reservier mir mal einen Platz. Ah, um das dann noch zurück. Genau, und ich habe extra niemandem davon erzählt. Nicht mal meine Liebsten. Könnt ihr zuerst die Rinde drauf oder zuerst das Laub und dann die Rinde? Zuerst das Laub und dann die Rinde, das wegen Gewicht. Jetzt kommt der mühsamste Teil. Mindestens einen halben Meter Laub muss auf die Äste drauf. Nur so wird das Shelter dicht.
Kurz bevor es ganz dunkel ist, werden wir endlich fertig. Zeit zum Probeliegen. Ui, weißt du, was ich da rein habe? Ein Schnägel. Kennen die Schnägel? Jetzt musst du mal schauen. Du. Das sind so riesige Schnecken. Oh, mega cool. Aber ich, ehrlich gesagt, jetzt so im Bett möchte ich jetzt den gleich nicht gerade haben. Was tun jetzt den an? Ah, den könnte ich essen. Jetzt kommt es mir in den Sinn. Da wäre vielleicht... Aber ja, ich esse ihn jetzt vielleicht noch nicht. Mom, wäre ich dann vielleicht verzweifelt genug. Gell, du? Dann wird er immer so hinter. Du und die Schuhe? Ich nehme Stecken, du Stecken im Boden hineinstecken. Und nachher tue ich es umgekehrt darüber stecken. Okay. Aber natürlich im Shelter rein, auf der Seite. Ja. Weil dann hast du weniger Gefahr, dass die Schnecken reinkriechen oder sonst irgendwelche Viecher. Ja. Bei uns ist es jetzt nicht einmal so wild, aber wenn du irgendwo im Dschungel bist mit dem Skorpion, ganz wichtig, oder, dass du da möglichst safe bist. Okay. Die Schuhe umgekehrt da drüber aufhängen. Ja, genau. Gut, okay. Dank Luca haben wir schon ein Feuer. Im normalen Leben ist er Strassenbauer. Als leidenschaftlicher Fischer und Outdoor-Fan übernachtet er regelmässig vor uns. Was du machen, so Zeug einfach? Schon, ja. Das ist es. Aber wieso gehst du in so einen Kurs, wenn du es eigentlich schon kannst? Ja, ich sage mal, ich habe ganz, ganz wenig Grundkenntnis. Und dann hoffe ich sehr viel aufs Feuerbohren. Ja. Eben nur Holz auf Holz. Warum wird man das können, wenn man überall Zündhölzchen hat? Weil es ja mit Zündhölzchen langweilig ist. Mit Zündhölzchen mit Feuerzeug kann jedes Feuer machen. Da würde ich sagen, wir wären mit dem heutigen Programm durch. Wir würden uns morgen hier am 8. am Morgen um 8 Uhr zu Tee und Kaffee treffen und dann wieder mit dem Programm weitermachen. Wegen des Nachtessen hätte es niemals etwas gesagt. Leider nicht. Aber hast du jetzt Hunger? Also ja, es ist jetzt noch nicht der Moment, um dumm zu tun, weil ich Hunger habe. Aber also ja, ich nehme jetzt schon etwas. Gell? Du nimmst jetzt auch etwas? Ja, sehr gerne. Ja. Du auch? Oh ja. Es wird heute Abend ganz normal, aber dann morgen auch ganz morgen, das wird dann bitter. Aber immerhin hat es Wasser aus dem Johns im Kanister. Wasser ist fürs Überleben zweite Priorität, Essen kommt als Letztes. Es ist fast Mitternacht, als ich mit knurrendem Magen in mein selber gebautes Shelter krieche. So. Hey, aber für meinen Rucksack hat es einfach keinen Platz. Nächstes Mal baue ich etwas grösser. Erste Morgen im Survival Camp. Geweckt werde ich von den Vögeln. Ich muss schauen, ob es etwas drin ist. Hey, also ich habe mega gut geschlafen. Ich hätte es nicht gedacht. Jetzt am Morgen habe ich eigentlich warm. Ja, und eben so ein Loch im Bauch. Zwei, gell? Oder willst du ja, drei genau. Morgen? Ah ja, gib mir drei. Wie hast du geschlafen? Gut.
verdächtig gut. Mal wach geworden um 3, glaube ich. Wo es angefangen hat zu regnen. Ja, genau. Aber sonst war es eigentlich gut. Hat es durchgelassen bei dir? Nein, gar nicht. Gell, ne? Nein. Gar nicht. Du? Nein. Nicht für alle war die Nacht so gut gewesen. Morgen. Hoi, hoi. Wie geht's? Ich habe nicht so viel geschlafen. Ich bin wirklich wie eine Prinzessin auf der Erbse. Also ich merke jede Kleinigkeit. Oder? Okay, ja. Und vielleicht deswegen. Ja. Ja. Dann wieder seitlich versucht. Hoffentlich wird es besser. Aber eben, gell? Ich glaube, die erste Nacht ist immer geschenkt. Die zweite, als würde dann wahrscheinlich hart werden. Oh, sag mir bitte das nicht. Entschuldigung. Vielleicht wird es bei mir anders sein. Ich glaube, bei dir wird es anders. Ohne zu morgen geht es weiter. Wir müssen einen Grabstock schnitzen, um damit Wurzeln ausgraben können. Mein Sackmesser kommt an seine Grenzen. Der John lehnt mir eins von seinen aus. Er braucht Messer mit feststehender Klinge. Die sind besser zum Schnitzen und Holzspalten. So. Du darfst das gerne bei dir behalten, bis Ende Kurs. Kannst du so einen Gurt machen, wenn du einen hast? Okay. Gut. Super. Einfach ziehen. Genau. Ja, danke vielmals. Sehr gerne. So. Das ist gleich noch hure streng, du. Ja, wenn man sich nicht gewöhnt ist, gell, ist natürlich ein bisschen. Eben, da muss man üben, oder? Üben, also da tust du. Ja, ich habe das auch nicht seit Kindergarten. Hast du schon alles erlebt, punkto Survival? Überlebenskämpfe hatte ich schon ein paar. Das sind wirklich Situationen, wo wir reingegangen sind. Die erste wirklich heftige habe ich in Mexiko, Grenze Guatemala, im Dschungel erlebt. Ja. Wo wir mit einem Guide unterwegs waren, der dann dummerweise mit einem einheimischen Volk Streit angefangen hat. Und das ist dann ein bisschen brenzlig geworden, wo wir dann schlussendlich aus dem Dschungel rausflüchten mussten. Ohne Guides dann. Ja. Also dann bist du dort, weißt du, wie muss ich mir das vorstellen? Sehr unangenehm. Ja. Ja. Ich habe auch den Weg nicht gekannt, ich habe nicht gewusst, in welche Richtung. Ich habe einfach gesagt, hey, die mit mir mitkommen, die kommen mit mir mit, die anderen können da gerne bleiben. Es haben sich dann alle entschieden, sich mir anzuschliessen. Und ich hatte dazu mal noch überhaupt keine Überlebenserfahrung. Okay. Das war irgendwie so um die 20 herum. Ja. Und bin dann einfach den Nase nach. Und haben dann glücklicherweise einen Stützpunkt gefunden vom Militär. Und haben dort mit Ach und Krach können mit dem Lastwagen in die nächste Zivilisation fahren. Ja. Ein Tag lang sind sie durch den Dschungel geirrt. Über 900 Insektenstiche hatte John am Schluss gehabt. Eine Reiseerfahrung, die sein Leben geprägt hat. So, wir kommen zur Nahrung. Es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, dass ihr euren Speer bastelt, auf dem Baum sitzt und wartet, bis ein Wildschwein durchläuft. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach gleich null. Und die Zeit könnt ihr anders nutzen oder solltet ihr auch anders nutzen. Wir sind grundsätzlich Jäger und Sammler, wir sind keine Insektenfresser. Da denken wir immer, Survival, Würm fressen, ja, super cool, sieht lässig aus. Hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Besser sich auf das konzentrieren, was im Wald wächst, sagt John. Es gibt jede Menge essbare Pflanzen. Man muss sie nur kennen und finden. Brennnesseln zum Beispiel hat es fast überall. Reich an Vitamin und Eiweiß. Die oberen sind einfach die jüngsten und die zartesten. Aber nur Blätter. Stängel würde ich nicht essen, es ist viel zu faserig. Aus dem Stängel machen wir Schnüre, oder? Die sind wirklich sehr zäh. Einfach nicht, aber die jungen. Bei den Fichten, gerade im Frühling, könnt ihr die Tannenschösslung essen. Vitamin C drin. Fichten, einer unserer Freunde. So, also, das führt dann da hinten alles zusammen. Da haben wir eine Pflanze, die eigentlich als schmackhafteste Pflanze von Europa gilt. Und zwar vor allem die Wurzeln. Das hier ist die ährige Teufelskralle oder auch Rapunzel genannt. Aber für das haben wir jetzt eben den Grabstock, oder? Weil ohne Grabstock könnte man gar nicht hierher und geschweige denn mit dem Messer. Wäre das natürlich fatal. Jetzt habe ich sie abgerissen, aber das macht nichts. Einfach mal zum Zeigen, da fängt jetzt die Wurzeln an und die wird bis hierher gehen.
Das Neune direkt aus dem Boden. Nicht nur die Wurzeln, auch die Blüten kann man essen. Aber rechnest du wirklich ernsthaft damit, weißt, dass wir alle irgendwann einmal müssen, also Jäger- und Sammlermässig uns ernähren, weil es nichts mehr gibt? Als Wäldertrainer rechnest du am besten mit allem. Und wenn es nicht passiert, hast du Glück gehabt. Aber wenn es passiert, dann bist du vorbereitet. Aber weißt, ich meine, das ist jetzt Business. Als Wäldertrainer würde ich das auch sagen. Und wir allen sagen, hey, ihr müsst vorbereitet sein. Aber du selber? Ich selber auch. Ich tue nicht jemandem etwas erzählen, wo ich nicht wirklich dahinter stehe. Ja. Ich rechne damit, dass das System irgendwann nicht mehr so ist, wie es jetzt ist. Wie auch immer das wird sein. Und ich verlasse mich dann halt einfach nicht gerne auf andere, sondern schaue, dass ich mir selber zu helfen weiss. Also, aber ist das nicht so ein bisschen Panik machen? Nein. Oder weißt du, ein Profitieren von der Angst? Nein, überhaupt nicht. Weil, wenn du dich vorbereitest auf eine Problemsituation, nachher kannst du dich entspannen. Das heisst, ich bin viel ruhiger in einer Krisensituation unterwegs als jemand, der eben dann Panik schiebt, ja, als einfach ins Blinde raus sich versorgt. Ja. Normalerweise würde ich mein Essen nie in einer Wasserpfütze waschen. Aber wenn der Hunger gross genug ist, ist einem das plötzlich herzlich egal. Nicht im Wasser wischen und dann abbeißen, sondern waschen und dann abtrocknen und dann essen. Okay. Das ist kein Trinkwasser. Ja. Dazu eine Rüebli-Note. Nicht zu süß, wie Rüebli. Und auch rohe Mandeln. Also man muss sich nicht überwinden zum Essen. Nein, das ist sehr ein angenehmer Geschmack. Nach 3 Stunden sind wir zurück im Camp. Und jetzt haben wir Essen, jetzt ist die Moral gut. Aus Brennnesselblätter, Bärlauch und Giersch kochen wir Suppe. Alle sind wir recht müde und durch. Und während wir sehnsüchtig aufs Essen warten, sind andere schon voll dran. Die Zecken haben sich angesaugt. Da jetzt gehe ich einfach dran her, packe sie und jetzt ziehe ich rum und warte, bis sie selber loslässt. Paranoia is starting. Mich haben sie auch erwischt. Also sogar 2, schau mal. Nein, jetzt hör auf. Oh mein. So. Und da noch mal eine. Ist das auch eine? Hey, ich habe nichts gegessen, aber die Zecken haben an mir schon recht zu Mittag gehabt. So. Gehst du noch etwas rein, tu der Natur. Ja, du, das ist jetzt also faszinierend. Du, die haben mich jetzt also gern. Hä? Das ist wie schon irgendwo in ein Nest gelangt haben. Ja. Tipptopp. Das sieht gut aus. Nochmal eins. Siehst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer hat mich? Die Kräutersuppe ist fertig. Der John hat sogar noch ein bisschen Reis drin. Hier. So. Ein guter Widerhand. Nach 24 Stunden ohne Essen gibt es endlich wieder etwas im Magen. Mmh. Das ist fein. So. Das ist Glück. Ja. Okay. Es tut jetzt wirklich mega gut. Beim Sitzen ums Feuer erfahre ich, dass das Thema Überleben den John schon seit seiner frühesten Kindheit beschäftigt. Als Bub hat er Heftiges miterlebt. Mein Vater war ein schwieriger Mensch. Also allgemein für das soziale Umfeld war er sehr jähzornig, sehr aggressiv. Hat meine Mutter immer wieder geschlagen und so. Und dann hat es irgendwann mal den Cut gegeben, wo wir 3-jährig waren. Weil meine Mutter hat
auf welche Art auch immer ihn halt gleich noch geliebt und nicht verlassen wollte. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, gut, wenn es so nicht geht, dann geht es anders. Er ist ein Militärsturmgewehr geholt und hat auf uns geschossen. Aber er hat aber nicht getroffen, wie man sieht. Und mein Vater war dann noch auf Abwägen in Zürich unterwegs gewesen, ja. Und aber bin frühzeitig dann gestorben. Also mein Bruder und ich, wir sind dann zusammen mit meiner Mutter aufgewachsen. Und meine Mutter ist manisch depressiv. Mhm. Und das heisst, sie war auch immer wieder mal selbstmordgefährdend. Und sobald halt sie irgendwie sich nicht mehr bewegt hat oder nicht weggelassen hat, habe ich dann am Arzt angerufen und dann ist dann das ganze Rössli-Spiel losgegangen. Ja. Und das gibt natürlich eine Todesangst, weil meine Mutter ist mein Überlebensanker. Ja. Und ich kann mich entscheiden, gehe ich so mit dieser Situation um oder so. Ja. Ja. Weil andere zerbrechen an dem, was du erlebt hast. Ja. Der John hat kein Opfer sein und nie mehr hilflos. Jetzt verstehe ich, warum es für ihn so zentral ist, dass man sich selbstständig durchschlagen kann. Der nächste Punkt auf dem Survival-Programm ist Feuer machen. Das ist eines von den wenigen Sachen, die uns zwischen den Säugetieren unterscheidet, dass wir fähig wären, theoretisch, einfach so ein Feuer zu entfachen. Ich fange nicht einmal an zu schwitzen. Unglaublich. Geniales Teil, Franken 10. Und ich könnte das Feuer machen. Wenn das nicht mehr rum ist, oder respektive eine Stufe drunter, dann sind damit Funken dran. Das sind die Funkenstähle. Wo man quasi mit so einem Plättchen über das Metall hineingeht und dann gibt es Funken. Und wenn ihr jetzt den Funken anschaut, der ist mal schnell da und geht wieder weg. Also habe ich schon mal ein Problem, wenn ich etwas entfache, dass der Funken muss etwas berühren, erhitzen, entgasen und entzünden. Was es auch immer ist, ob es Papier ist, ob es Birkenrinden ist. Also wenn ihr mit dem arbeitet, wenn ihr relativ fein geht, dann könnt ihr nicht so ein Hölzchen anzünden. Was in meiner Ausrüstung nie fehlt, ist ein Tampo. Mona, für das ist es. Und jetzt, je luftiger ich das Ganze anfange auffasern, umso länger brennt er nachher auch. Und dann kommt mein Zundermaterial in mein Häuschen rein und dann kann ich mit einem ganz kleinen Funken den Tampo anzünden und er brennt. Sprich, man ist im Vorteil, wenn man ein paar Frauen dabei hat, oder? Es ist immer ein Vorteil, wenn man Frauen dabei hat, nicht einmal nur wegen dem Tampo. Unsere Aufgabe, ein Feuer machen mit Feuerstahl und Tampon. Dafür braucht es eine trockene Unterlage, einen Windschutz und feine Zweige. Ja, mit kleineren Ästchen hier schaffst du. Weil die sind schon zu gross. Ja. Die kannst du ganz am Schluss brauchen. Okay. Mindestens 5 Minuten muss das Feuer brennen, sonst ist die Challenge nicht bestanden. Ich weiß nicht, ob das genug Material ist, um das Feuer noch zu unterhalten. Das Feuer überlebt sich 5 Minuten, aber er nicht. Jetzt, du, der Moment der Wahrheit. Ein bisschen neidisch, die haben alle schon halb 1. August Pfünken da. In meiner Familie waren alle in der Pfade, außer dich. Das ist also ein reiner Zufall. Oh, Achtung! Oh, es brennt, aber ich weiss nicht wie lange. Hilfe! Ach du, help me! Jetzt? Mit der grösseren? Nein, gerade mit Handvoll, mit der feinen. Wow, der Hogi! Ich brenne am Schluss auch noch, du! Mona, bei dir muss noch 2 Minuten brennen. Okay. Mhm. I see. Gut, Mona, noch 9 Sekunden. Hey! Oh oh! Das könnte klappen. 4, 3, 2, 1. Bravo! Für Challenge bestanden.
Aber jetzt kommt die wahre Kunst im Feuermachen, Feuerbohren. Das schafft man nur mit viel Übung und noch mehr Geduld. Das ist jetzt für dich der Magic Moment, oder? Ja, genau, ja. Das ist die Königsdisziplin vom Feuermachen. Okay. Und wenn es selbstständig weiterreicht, dann haben wir den ersten Step geschafft. Ich blase auf keinen Fall rein. Ich gebe nur so ein bisschen Sauerstoff dazu. Ich könnte aber einfach ein bisschen warten. So, jetzt sehe ich das Glütli. Siehst du, jetzt kommt das Glütli? Ja. Und ich das ins Sondernestli. Jetzt warte ich noch mal ein bisschen. Wow! So. Wuhu! Und das wäre jetzt das. Hey, krass! That's the game, hä? Wow! Möchtest du es probieren? Ja. Während es langsam dunkel wird, probiert auch der Luca sein Glück. Anderthalb Stunden und x Versuche später ist er total kaputt, aber aufgeben will er gleich nicht. Ziel erreicht. Ja, ich habe es gar nicht geglaubt, dass es noch geht. Tag 3 bricht an im Survival Camp. Neben vielen Tricks zum Überleben haben wir vor allem eins gelernt, wie wichtig das Gruppen ist. Miteinander geht es besser. Ich habe das gemerkt, oder? Dass ich bei gewissen Sachen ja, ein bisschen tollpatschig bin, das mit dem Feuer machen, das hat mich gestresst. Aber da haben mir Leute geholfen mit Tipps und so. Und das fand ich alles also ziemlich schön. Das war ein schönes Erlebnis. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, mit dem bin ich dann ins Bett gegangen. Ich habe dann gut geschlafen und heute könnte ich einfach noch ein paar Tage da bleiben. Wirklich? Ja, wirklich. Ja. Das hätte ich gestern gar nicht gedacht. Wir würden gerade starten mit dem nächsten Thema und das geht um Wasser. Ich komme nämlich eine Aufgabe über. Mit dem, was ihr dabei habt, pro Person 1 Liter Trinkwasser zu finden in der Natur, hierher zu transportieren und hier zu lagern. Für diese Aufgabe haben wir eine Stunde Zeit. Die Zeit läuft. Das Vierte machen wir uns auf die Suche. 100% motiviert, aber null Plan. Ein fliessendes Gewässer suchen wir. Nix. Hört man es irgendwo plätschern? Nichts. Oh, aber das ist, schau mal. Aber dann entdecken wir plötzlich eine Wiese mit Binsen. Und wo Schilf ist, ist auch Wasser. Sumpfig ist es. Aber kann man das Wasser wirklich trinken? Ja, das ist klar aus. Und du musst nur über Denkenlos trinken. Ja. Aha, das geht gar nicht. Von davor bis jetzt ist es schon wieder durchgefiltert worden. Ich gehe mal schauen, das Decken ist tot schon. Ja, nein, das ist aber so. Gut, aber... Also, du hast schon einen Schluck genommen. Ich will das trinken. Nicht von hier, ich will es nicht von da nehmen, nur hier aus Fies. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber die Zeit läuft uns davon.
Und besser das Wasser als gar keins. Sorry, wir sind spät. Ach, gar nicht. Es ist immer noch hell. Ja. Die Aufgabe war klar. Was waren eure Gedanken? Wo haben das Wasser gesucht? Wo haben das gefunden? Wir sind da durch den Wald gedacht, wir kommen auf bessere Ideen, oder? Wie man das finden kann. Aber wir haben keinen gefunden. Nein. Gut, du auch nicht, Alexander. Nein, wir waren. Ja. Ich habe auch relativ lange hin und her gewerweiselt. Und irgendwann so gegen Ende habe ich die Pflanzen gefunden und festgestellt, dass die extrem viel Tau dran haben. Und dann habe ich versucht, den Tau mit verschiedenen Methoden in meiner Wasserflasche zu sammeln. Mhm. Dort gibt es einen Trick, und das hättet ihr alle machen können. Ihr hättet ein T-Shirt nehmen, weil das ist die einzige Möglichkeit, die effektiv ist. Wenn du jetzt mit einem Textil, zum Beispiel mit dem Halstuch, über die Wiese gefahren wärst, weil die haben alle wahrscheinlich nasse Füße bekommen, wenn sie unterwegs waren, hättet ihr das Textil drüber ziehen, über das Gras, ausringen, und ihr hättet direkt trinkbares Wasser. Und ich habe natürlich ausprobiert, ob das lange in einer Stunde so ein Liter Wasser herzubringen, locker. Ja. Wo haben die das Wasser gefunden? Beim Moor. Also es hat so eine Feuchtwiese, wo es einen Abfluss hat, wo es läuft. Dort, wo es läuft, haben wir dann das Wasser genommen und wir haben gedacht, das würden wir jetzt wagen. Alles Wasser, was von oben kommt, ist direkt trinkbar. Das ist Regen, Schnee, Tau. Sobald Wasser die Erde berührt hat, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass Bakterien dort rein könnten sein. Fliessendes Gewässer ist nicht Trinkwasser. Ein Sumpfgebiet ist Bakterien pur. Und du weisst es nicht. Yeah. Wichtig ist, dass ihr Wasser gefunden habt. Gell? Weil ich könnte es ja nachher aufbereiten. Und dann zeigt uns John noch einen überraschenden Trick. Wasser abkochen kann man sogar in einer PET-Flasche. Jetzt seht ihr, das Wasser fängt jetzt an kochen. Ab jetzt 10 Minuten. Funktioniert tatsächlich. Ist aber nur für absolute Notfälle zu empfehlen. Das war der letzte Survival-Hack von John. Wir räumen unser Camp. Fast ein bisschen wehmütig, obwohl wir uns alle auf eine Dusche und etwas zu essen freuen. Du, dein Messer. Mit bestem Dank. Sehr gerne. Hat es dient? Hey, es hat tiptop seinen Zweck erfüllt. Wunderbar. Und was nimmst du mit aus dem Wochenende? Extrem viel. Also, hast du ja gemerkt, am Anfang bin ich mit mehr wieder Vorbehalt gestartet. Genau. Aber ich habe so viel gelernt. Also, ich glaube, so mein Fazit ist, ich habe da nicht etwas für Krisen und Notsituationen gelernt, sondern fürs Leben. Hast du auch die Säcke? Ja, gestern. Gestern habe ich einen gehabt. Ganz unlustiger Ort. Du willst mir das nicht, ich muss es nicht wissen. Ja. Ich wünsche alles Gute. Ich hoffe, ich komme nie in eine Survival-Situation. Yes. Und wenn, dann wisst ihr jetzt, wie es läuft. Geniessen das Leben, gebt euch Sorge. Danke vielmals. Ja, alles Gute. Danke. Dann entlohne ich euch in die Zivilisation. Geniessen es. Ja. Mir hat es ja recht eine Ärmel genommen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich mal in eine Situation komme, wo ich das anwenden muss. Also, wo ich irgendwie muss mit dem T-Shirt oder Tau aufsammeln muss. Und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Also, hättet ihr Bock, um selber so Survival-Sachen zu machen? Und findet ihr es generell sinnvoll, dass man sich vorbereitet auf so Krisen- und Notsituationen? Eure Kommentare hier unten, dann kommen wir miteinander ins Gespräch.